Tabellenerster in der Liga, qualifiziert für den Europacup. Außerdem noch eine Spielerin mit dabei im Kader für die Olympischen Spiele in Rio. Es läuft beim Münchner Sportclub bei den Hockey-Damen. Hanna Krüger, eben jene junge Frau, die in Rio uns dann vertreten wird. Sie ist heute hier. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und ja, nimm das Mikro, weil sonst hört dich keiner. Dankeschön. Und an deiner Seite der Trainer Benjamin Lang. Du kommst gleich zu Worte. Jetzt hat sich Hanna das Mikrofon schon mal gekrallt. Hallo. Auch großzügig darf der Trainer auch was sagen. Ja, Hanna, Platz 1 hat es noch nicht gegeben bisher beim Münchner Sportclub. Ihr zieht als die Favoritinnen zum Endspiel in die Deutsche Meisterschaft ein kommendes Wochenende. Ja, also nach der Tabelle, wenn man es sich so anschaut, könnte man sagen, Tabellenführer ist automatisch auch Favorit. Wenn man die Tabelle sich ein bisschen genauer anschaut und vielleicht auch die letzten Ergebnisse, dann sehen sich da wahrscheinlich andere Mannschaften auch als Favorit, aufgrund eventuell deutlich mehr geschossener Tore oder so. Aber ich glaube, dass das wie jedes Jahr, wie auch schon im letzten Jahr auf jeden Fall, ja, zwei sehr enge Halbfinalspiele am Samstag werden. Und ja, wenn wir uns auf unsere Stärken wieder besinnen, was man schon auch an der Tabelle vielleicht sieht, eher eine sehr, sehr gute Defensive ist. Und dann sehe ich schon sehr gute Chancen dieses Jahr, dass es für uns endlich mal klappen könnte. Wir waren letztes Jahr schon nah dran und dieses Jahr wollen wir einen Schritt weitergehen. Und jetzt macht euch mal nicht kleiner, als es wirklich ist. Ihr seid Erster. Ja, wahrscheinlich ist es immer noch so ein bisschen nicht zu glauben für uns, dass wir tatsächlich diese Tabelle anführen, dass wir die Bundesliga so souverän gestaltet haben. Wir haben in der Rückrunde kein einziges Spiel verloren und auch, ich glaube, nur ein einziges überhaupt unentschieden gespielt, sonst alles gewonnen. Das ist, ja, das ist wahrscheinlich wirklich noch ein bisschen so unbegreiflich. Deswegen sind wir noch so ein bisschen vorsichtig, weil das, ja, wir haben immer dann von einem Spiel zum nächsten, oh, das nächste wollen wir auch noch gewinnen. Oh, wenn wir das nächste gewinnen, dann könnten wir Tabellenführer werden. Oh, jetzt sind wir Tabellenführer. Oh, wenn wir weiter gewinnen. Und so ging das immer so weiter. Und jetzt, ja, jetzt ist die Hauptrunde vorbei und wir sind tatsächlich immer noch, sogar mit 4 Punkten, glaube ich, Abstand, Tabellenführer oder 5. Ja. Und ja, das freut uns sehr, das macht uns auch sehr stolz. Und, aber ob wir jetzt dadurch die ganz großen Favoriten auf den Titel sind, weiß ich nicht. Ich traue uns das absolut zu und ich glaube da auch ganz stark an unser Team und an unsere Stärken. Aber das wird dann das nächste Wochenende zeigen. Der letzte Spieltag der Hauptrunde, der hat euch nach Braunschweig geführt, zur Eintracht Braunschweig. Die standen aber schon als Absteiger fest und ihr habt euch, ich will mal so vorsichtig formulieren, sportlich fair erwiesen. Warum? Das werden wir jetzt gleich mal zeigen. Wir haben ein paar Szenen von diesem Spiel. Du darfst gerne mal kurz ein bisschen was erzählen über dieses Spiel. Dort drüben ist es zu sehen. Und ihr seid unverkennbar in Weinrot und mit den grauen Shorts. Und jetzt lasst doch mal ein bisschen hören, was an diesem Spiel so vielleicht ungewöhnlich für euch war. Ja, also letztendlich muss man sagen, man sieht es da auch schon ganz gut. Es sind ja viele Sachen, die da sehr gut funktionieren. Also wir können über mehrere Stationen gut kontakten. Bis zum Schusskreis eben, dann ist der Ball leider nicht im Tor, obwohl das ja eine sehr schön herausgespielte Chance eigentlich ist. Okay, da sieht man jetzt von hier nicht so ganz so viel. Ah, jetzt wird es besser. Genau, das war dann das erlösende 1:0 letztendlich, ich glaube so nach 20 Minuten. Ja, und dann denkt man immer, okay, jetzt weiter, dann fällt bestimmt bald das Nächste. Wir hatten auch unsere Chancen da jetzt bei der Strafecke auch. Und letztendlich hat es nicht sollen sein, bis zum Schusskreis sehr gut gespielt, auch immer wieder Chancen kreiert, aber dann wahrscheinlich in der letzten Konsequenz nicht konsequent genug. Tja, jetzt verrate ich es einfach mal vorweg, es blieb beim 1:0, auch dieses Spiel habt ihr damit gewonnen, aber ihr seid damit so eine Art Minimalisten der Liga, also ihr macht es eher mal so mit kleinen Abständen. Ja, das kann man so sagen. Ich gehe jetzt ganz stark auch nicht davon aus, dass wir jetzt am Wochenende plötzlich da irgendeine Mannschaft 5-2 schlagen werden, sondern ja, und das hoffe ich, wissen auch unsere Gegner, dass wir ganz unangenehm einfach zu spielen sind, weil wir einfach enorm gut defensiv stehen. Also ich weiß nicht, wie viele Tore wir überhaupt in den letzten Spielen bekommen haben. Ich glaube, das sind sehr, sehr wenige. Und wie sagt man so schön, Defense wins Championships. Und das ist ganz klar unser Plan. Im Neudeutsch. Sagt man so. Und ja, deswegen werden wir uns auch darauf wieder sehr besinnen. Und wir machen immer unsere Tore. Das wird uns auch dieses Wochenende wieder gelingen. Und dann, wenn wir wieder hinten wenige oder keins zulassen, stehen wir im Finale. Und wenn es dann wieder gelingt, sind wir deutscher Meister. Und der Rathausbalkon ist hoffentlich schon reserviert. Gib doch bitte an Benjamin das Mikrofon weiter, der in dieser Saison ja zum ersten Mal eure Frauenmannschaft, eure Damenmannschaft betreut. Das heißt, eine Damenmannschaft, ich habe auch ein bisschen was dazugelernt. Und überhaupt zum ersten Mal eine Damenmannschaft betreut hat. 3 Jahre die Herren, plötzlich eingesprungen und dann so ein Erfolg. Wie erklärt sich das?
Ja, das sind Fragen, die ich auch schwerlich beantworten kann. Also die Mannschaft ist natürlich zusammengewachsen und ich habe mich ja auf eine gut funktionierende Mannschaft eigentlich verlassen können die ganze Saison. Und